Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Die Siedler 7. Jawohl, ich hab's geschafft. Ich bin also hingekommen mit dem Runterladen und allem Möglichen. Es ging schneller als ich dachte. Die Server von Ubisoft sind da doch relativ zuverlässig. Ja, ich habe hier schon Farbe, Standort und alles gemacht. Auch schon ein paar Gegner hier reingetragen, wie auch immer auf schwer. Teams natürlich wie immer alle gegen alle. Und hier die Standorte gedöns, ne? Jetzt spielen wir die stürmische Tiger und starten jetzt das Ganze. Ich bin mir nicht sicher, ob die Einstellungen jetzt alle stimmen, ob das alles so richtig ist. Ich habe mich nur darum gekümmert, dass es halt im Fenstermodus läuft und dass ich jetzt aufnehmen kann. Und alles Weitere werden wir sehen. Ich bin ja jetzt mal gespannt. Wa? Jetzt steht schon oben links keine Rückmeldung. Jetzt habe ich schon Angst. Sieht ja schon mal nicht so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Ne? Irgendwie. Hallo? Ja, irgendwas tut sich. Kann er irgendwie den Ladebildschirm nicht anzeigen? Ich höre was. Oh, weißer Bildschirm. Oh, oh, ich bin drin. Oh. Ein bisschen matschig gerade. Na egal. Was ist denn hier los? Moment. Option. Ah, okay. Ich weiß, warum es so matschig ist. Moment, Textur. Scheiße. Na gut, dann spielen wir eben matschig, ist egal. So, tut mir jetzt also leid, dass die Aufnahme ein bisschen matschig ist, weil ich habe jetzt nicht so viel Zeit, wie ihr ja schon wisst, ne? Also, diesmal will ich etwas anders bauen. So, ich fange jetzt an mit so einer dämlichen Kirche. Boah, das sieht aber echt mies aus. Okay. Jetzt haben wir hier Steine direkt vorne an. Gott, warum sieht denn das so komisch aus? Kriegt man ja Augenkrebs von. Na, ich habe jetzt eigentlich keine Lust. Die Karte. Ach, man hat zwei Gebiete. Gut zu wissen. Ich habe eigentlich keine Lust, jetzt nochmal alles zu laden und so. Wenn ich ehrlich bin. Da können ja auch noch ein paar Steinmetz dran. Ach, ist das nicht die Karte, die ich mit dem... Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Es tut mir leid. Ich hatte mit irgendjemandem auf jeden Fall die Karte schon gespielt. Ist das Wassermühle? Ja. Als wir dieses Special da gemacht haben. Nein, nicht noch eine. Haben wir die Karte gespielt gehabt. Aber ich glaube, die hat er irgendwie bearbeitet, sodass man, dass man nur gewinnen konnte, wenn man... irgendwie alle vernichtet oder so, ne? So war das doch. Okay. Noch was so. Hier hinten haben wir Fische. Dann holen wir uns die doch da raus. Also, wie gesagt, ich entschuldige mich jetzt für diese Matching-Textur und ich überlege vielleicht gleich mal ganz kurz, ja, ganz kurz rauszugehen. Jetzt wollte ich mal gerade was einstellen. Ah, geil, habe ich sogar drauf. Okay, machen wir es mal so. So, können wir denn hier... Hervorragend! Ihr habt einen Siegpunkt errungen. Hier. Zap. Hier bauen wir Getreide. Machen wir mal direkt Mühle. Und Schaf. Lagerhaus und natürlich auch so einen Brunnen. Wieso kann. Wie schnell baut denn der bitte? Ey, ich habe die Kirche als erstes angesetzt und hier passiert einfach noch gar nichts. Ficken, ey. So ein Scheiß. Warum wird denn das jetzt so dunkel? Was geht denn hier gerade ab? Hallo? Warum wird es jetzt dunkel? Kann man das mal gerade bitte irgendjemand erklären? Wird es sonst auch immer dunkel? Oder ist es jetzt von der Karte abhängig? Das wäre ja noch schöner, wa? Einer eurer Siegpunkte ist verloren. Bauen wir mal hier ein Wohnhaus hin.
Also habe ich jetzt nicht nur matschige Texturen, sondern auch Tag-Nacht-Zyklus. Ja, ist ja geil, ey. Warum auch nicht? So, was geht hier ab, ey? Okay, das ist die, die ich kenne. Was machen wir denn? Ich glaube, wir gehen hier hin. Einfach mal so. Gut, dann können wir nämlich hier eine Bäckerei bauen. Und wir können hier so eine Brauerei bauen. Boah, Moment. Hier stimmt irgendwas gar nicht, ey. Das ist ja... Ekelig ist das ja. Ekelig. Irgendwas muss ich doch hier machen können. Das sieht auch nicht besser aus. Ist das alles erst danach gemacht, oder was? Ja, ich weiß. Moderne Details. Okay, ich speichere mal ganz kurz ab und dann machen wir sofort hier an der Stelle weiter. Das geht ja gar nicht, ey. Das ist ja alles schwammig, schwimmig. Euer Gegner hat eine Technologie erforscht. Und Tiger. Gut, wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich. Okay, willkommen zurück. Sieht jetzt aber irgendwie noch genauso beschissen aus. Was habe ich denn? Was habe ich denn nicht drin? Verstehe das nicht. Is it that? Kann natürlich auch erst sichtbar gemacht werden. Ey. Aber ist das, geht es nur mir so oder warum sieht das auf einmal so komisch aus? Das sieht doch nicht normal aus. Oder? Bin ich gerade einfach nur doof? Hat Zugang zu einer neuen Technologie erhalten. Ja, gut. Also es, für mich sieht das hier gerade irgendwie alles total schwammig aus. Oder habe ich Probleme mit meinen Augen auf einmal? Aber ich habe eine Brille auf, von daher wäre das schon ziemlich komisch. Achso, ich sollte vielleicht erstmal gucken, was wir hier überhaupt für Gebiete um uns rum haben. Ach ja, genau. Das war die Karte, wo es so wenig Möglichkeiten gab, an Dingens zu kommen, an Kohle zu kommen. In der Erforschung einer neuen Technologie. Na gut. Aber das sieht doch irgendwie alles total komisch aus, oder meine ich das nur? Das ist alles total unscharf. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Es tut mir leid, ich muss jetzt... Ja, das sieht total komisch aus. Die ganzen Viecher da auch. Woran könnte das denn liegen? Ein neuer Handelsaußenposten. Vielleicht die Anti-Aliasing mal rausnehmen? Ich habe keine Ahnung. Also normalerweise habe ich solche Probleme ja nicht. Schärfentiefe. Verringert die Schärfe? Kontrast. Jetzt wird es wieder dunkel. Kann man bestimmt auch irgendwo einstellen. Ich habe aber keine Lust jetzt für euch die ganze Zeit hier. Hohe Schattenqualität. Das Schatten interessiert mich ja nicht. Mich interessiert die Qualität meiner Texturen und die kriege ich aber nicht besser. Ist ja alles auf hoch. Ja gut, müssen wir jetzt erstmal so spielen, die Aufnahme. Ich kann mich da jetzt nicht drum kümmern. Es tut mir leid. Aber das ist halt gerade so. Oder diese Aufnahme. Ich versuche das dann in der nächsten Aufnahme rauszukriegen. Oder ich bin gerade einfach doof. Ich weiß es nicht. Ah, hier habe ich sogar Köhlereien. Okay. Was ist denn hier mit dem ganzen Wald, ey? Ist der auch weg? Könnte ich da eigentlich machen, ne? Hier einfach mal so eine Holzfällerhütte hinjagen. Machen wir mal so. Mit Holzfällern hier. Die sich dann hier an den Wald vergreifen, wa? So. Was haben wir hier? Die sind noch dran. Wie sieht das hier aus? Getreide habe ich eigentlich, ne? Schäfer. Fehlen Leute. Müssen jetzt sowieso mal
Moment, wie war das denn hier mit den Bauhütten? Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Hier war noch eine Bauhütte. Kann auch aufgerüstet werden, okay. Nicht, dass wir jetzt... Hier ist keine Bauhütte, oder? Doch, da ist auch eine Bauhütte. So, jetzt haben wir ein Territorium eingenommen. Sehr nice. Hier oben haben wir nämlich nochmal Steine. Die brauchen wir aber jetzt erstmal nicht. Kohle ist wichtig. Und hier unten haben wir ganz viel Platz. Hier können wir zum Beispiel nochmal eine Weideanlage bauen. Machen wir es so. Und dann bauen wir da einen Schäfer. Und hier nochmal zweimal Getreide. Dazu natürlich auch das Lagerhaus mit dem Brunnen direkt dran. So, und hier hinten bauen wir dann nochmal. Machen wir hier. Hier bauen wir ja dann nur so zwei. Machen wir nämlich hier nochmal Getreide und hier nochmal eine Mühle. Und da auch noch ein Lagerhaus hin. Und vor allem Dingen möchte ich dann hier auch Wohnhäuser platzieren. Ah, ich glaube, das passt nicht ganz, aber egal. Und zwar brauchen wir ja dann hier auch noch eine Weberei. Ich setze jetzt einfach... Na. Ich setze jetzt einfach da das Lagerhaus hin. Und hier. Und wir brauchen natürlich auch eine Bäckerei hier nochmal. Was wollte ich denn noch bauen? Genau, wir brauchen noch ein großes Wohnhaus. Das setze ich dann daneben. Ja, mache ich so, dann baue ich da das Lager hin. Da. Und dann kommt hier noch die Schneiderei. Und hier kommt auch der Metzger hin. Denn hier oben, wo jetzt erstmal nichts ist, außer halt den Steinen, die wir noch nicht abbauen, kommen nämlich zwei Jäger hin und ein Holzfäller. Die habe ich bewusst jetzt hier oben hingelegt, weil da unten ist kein Platz mehr. Das ist irgendwie totaler Kappes, hier noch was hinzubauen, weil hier wird ja alles voll gemacht mit irgendwelchen... Ja. Mit irgendwelchen Farmen, also mit Getreide und so ein Gedrisse. Hier haben wir Eisen. Gehen wir als nächstes da rein. 5 gegen 2 sollten wir noch schaffen. Und... Ah, wir haben wieder ein bisschen Bier. Dann können wir mal wieder ein paar Novizen bauen. Mal immer in Auftrag geben. Die einfache Nahrung ist aber schon ein bisschen knapp, ne? Einfache und gehobene. Haben wir denn schon einen Metzger? Ah ja, hatte ich ja hier gebaut jetzt, ne? Schneider. Schneider? Wie, zweimal Schneider? Nein, 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 Moment. Metzger. Zweimal Metzger. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe, wa? Und hier lege ich, glaube ich, auch nochmal einen Metzger hin. Ne, einen Metzger? Ja, ne, doch. Ne, doch, ich mache hier einen Metzger hin. Der läuft nämlich auf bessere Verpflegung. Und hier nochmal einen Schneider. Weil wir haben ja überall ein bisschen was. Die Steine sind bald weg. Was ist mit dir? Kein Holz. Hier machen wir auch erstmal nach Bedarf. Alles nach Bedarf. Geologen haben wir ja noch nicht. Da oben ist auch noch Wild. Ich glaube, dann setze ich hier auch nochmal so eine Forsthütte hin. Mit einem Jäger und einem Holzfäller und einem Sägewerk. Oder einem Forsthaus, genau. Nein, einem Sägewerk natürlich. So. Und dann haben wir das. Dann können wir hier, haben wir ja auch schon gebaut. Das ist noch ein Lagerhaus zum drüber transportieren. Metzgerei ist auch fertig. Jetzt möchte ich dann als nächstes den Handelshof noch errichten. Und zwar einfach mal mitten rein. Da nehmen wir dann die Prestige mit. Nicht mit, wollte ich gerade eigentlich sagen. Nicht mit. Ja, was ist denn hier? Warum werden denn keine Wohnhäuser gebaut? Wohnhäuser. Da kann auch eins hin. Erschließt neues Land, mein Freund. Da kann eins hin. Großartig. Daneben kann keins hin. Wenn dieses Ding hier übrigens vorbei ist, dieses Ding, wenn die Karte fertig gespielt ist,
kommt als nächstes erstmal das Voting. Also eine Folge lang dann das Voting, wo ihr wieder abstimmen könnt zu den nächsten drei Karten. Und dann kommt jeden Tag eine Folge des Imperiums-Spiels, welches ich dann hoffentlich aufgenommen habe bis dahin. Hier kann ich auch Fische wieder abbauen, das ist geil. Hab ich gar nicht drauf geachtet, war aber ganz gut. So, komme ich einfach hoch. Nein, aber ich kann es so machen. Oh, da ging's. Da. Kann ich direkt mal Fische wieder bauen. So, und jetzt lassen wir es auch erstmal mit dem Bauen. Außer halt jetzt noch hier die Lagerhäuser als Verbindung nehmen. Und da kommt auch noch eins hin. Uns fehlen überall Leute. Das heißt, ein Wohnhaus bauen wir da auch noch hin. So, wie sieht das aus? 6 Novizen haben wir. Den könnten wir jetzt mal überbieten. Wie schade. Gut. Niemand hat mehr Geistliche für eine Technologie geboten als ihr. Das ist nicht so geil. Und uns fehlen natürlich jetzt die Leute. Ich glaube nicht, dass wir in 60 Sekunden... Ich würde nämlich schon gern diesen Drill haben. Den Gewaltmarsch meine ich natürlich. Erstens, weil wir da einen Prestigepunkt bekommen. Und zweitens, doppelt so schnelle Soldaten ist eigentlich schon ziemlich nice. Ah, einer fehlt noch. Komm schon. Noch irgendwo was bauen? Wohnhaus oder so? Ach, verdammt. Kommt schon. Dann nicht. Ich glaube, wenn wir den jetzt anklicken, dann wird er auch wieder überboten, ne? Doch nicht? Na gut. Aber jetzt hatten wir, glaube ich, die 8, ne? Ah ne, 7. Okay. Momentan brauchen wir viel Nahrung für die natürlich. Immer hier gerade ein Prestigefeld. Als nächstes möchte ich die nämlich ausbauen. Wir haben so ein bisschen Brettermangel. Oh, das ist schon leer. Ja. Dann reißen wir es weg. Das reißen wir weg. Das ist natürlich auch leer. Ist aber kein Problem. Die ist auch leer. Kann man auch wegreißen. Dann haben nämlich da unsere Felder ein bisschen mehr Platz. Jetzt wo die Steine ja sowieso weg sind. Hat Zugang zu einer neuen Technologie erhalten. Okay, wir warten jetzt noch die 40 Sekunden und dann beende ich die Folge. Bis wir also hier die Forschung betrieben haben. Ausbau von Wohnhäusern haben wir ja noch gar nicht. Da fehlt noch Mehl. Müsste aber bald auch soweit sein. Dem Mehl. Na komm, jetzt gib mir das schon. Meine Schweinezucht will ich hier auf jeden Fall hinbauen. Nochmal ein bisschen Getreide und ein bisschen Schweinezucht. Damit wir unsere Metzger natürlich auch dauerhaft versorgen. Und vor allem hier auch die Eisenmine. Was ist da drin? 3. Das ist nochmal Gold. Hier haben wir auch noch. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen mehr auf einfache Nahrung achten. Haben wir aber gar nicht mehr in der Nähe. Da ist erst wieder.
oder hier. Erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Okay. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ne? Tschüss, macht's gut.